Damenspiel verlierst? Nimm es nicht so schwer. Nach der Arbeit gebe ich dir eine weitere Chance, Damenkönig zu werden. Danke der freundlichen Nachfrage, Pancho, mein alter Freund. Aber das war weit mehr als nur ein schlechter Traum. War es ein fürchterlicher Traum? Nein, nicht unbedingt. War er nicht auszuhalten? Nein. Grauenerregend? Unheimlich? Mörderisch? Pancho, ich glaube, ich hatte gerade den unmöglichen Traum. Hä? Ich will ja nicht kleinlich sein, aber ein unmöglicher Traum ist unmöglich. Vielleicht hattest du einen schwierigen Traum oder möglicherweise einen unmöglich gruseligeren Traum oder vielleicht sogar einen... Schluss, es war mein Traum und der war unmöglich, verstanden? Die Mittagsgäste werden bald hier sein. Traum oder kein Traum, Zeit an die Arbeit zu gehen. Zweimal Mufu, einmal Cäsarburger, beides halb roh. Schon verstanden. Libellen auf Brot garniert mit Froschstangen. Frisch durch den Garten gejagt. Und ein Bad im Bach. Alle Ehren, es gibt Neuigkeiten. Ein neues Restaurant wird in dieser Stadt aufmachen. Oh, Pancho, hast du das gehört? Das bedeutet Konkurrenz. Wir werden wohl auf der Stelle zumachen müssen. Hey, keine Angst. Es haben schon so viele Restaurants auf und wieder zugemacht und uns gibt es immer noch. Das ist aber nicht irgendein Restaurant. Das ist die Food Factory. Hast du eben gesagt, die Food Factory? Oui, das ist die beliebteste Restaurantkette der Welt. Alle anderen Restaurants im Umkreis von 100 Kilometern mussten schließen. Oh, und weißt du zufällig auch, wo genau sie ihr neues Restaurant eröffnen? Oui. Oh. Lieber Pancho, mach dir keine Sorgen. Die Bauarbeiten werden sich doch über Jahre hinziehen. Oh. Gut, aber es ist völlig unmöglich, dass sie jetzt schon Personal und Ware haben, um zu eröffnen. Ich frage mich, wie lange es wohl dauert, bis sie die ersten Kunden anziehen. Du glaubst doch nicht... Alberner Gedanke. Unsere Gäste sind treu wie Gold. Sie würden uns niemals im Stich lassen. Oh. Oh. Moment mal, das ist es. Das war alles in meinem Traum. Mein unmöglicher Traum hat mich also vor der Food Factory gewarnt. Und alles wird wahr. Hat dir dein Traum möglicherweise auch verraten, wie wir unsere Kunden zurückkriegen? Was soll ich denn jetzt machen? Ich sag dir, was du machen sollst. Du musst mich schlagen. Lass ich gelten. Was in aller Welt können wir bloß dagegen tun? Hör zu, seien wir kreativ und suchen was, was die Food Factory nicht anbietet und servieren das. Du bist am Zug. Ich hab gewonnen. Aber sie bieten alles an und ihre Portionen sind so groß wie dein Kopf. Feuer! Was ist denn da drin? Ich weiß nicht, was ich machen soll, mein Freund. Ich fürchte, alles, was wir geschaffen haben, ist dahin. Ich traue ja meinen Ohren nicht. Wir sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen und das hier schaffen wir auch. Da täuschst du dich leider, Pancho. Ich befürchte, so dünn war es bisher noch nie. Hey, Don, Revanche-Spiel morgen Abend? Was soll ich jetzt bloß machen? Hilfe!
brauchst eine Haufenhilfe, um gegen den Damekönig zu gewinnen. Ich bin froh, dass du wach bist, denn ich habe mir so meine Gedanken gemacht und habe viele tolle Ideen, wie wir den Laden wieder flott kriegen. Nein, ich glaube, ich habe die Lösung. Mein erster Traum hat mir gezeigt, was passieren wird. Und mein Traum von letzter Nacht hat mir gezeigt, wie wir die Food Factory schlagen können. Okay, aber wie schon gesagt, ich habe auch eine Menge toller Ideen. Ja, das ist schön. Also immer, wenn ich in meinem Traum in einen Spiegel sah, habe ich anders ausgesehen. Und das kann nur bedeuten, dass ich, wenn ich Erfolg haben will, anders sein muss, als ich es jetzt bin. Mag auch sein, das bedeutet, du sollst die Spiegel in deinem Traum putzen. Wir müssen den Stil und die Einrichtung des Restaurants verändern. Es zu etwas ganz Besonderem machen. Pancho, ich habe den unmöglichen Traum geträumt und wir werden ihn wahr machen. Mit 2-für-1 Preisgutscheinen. Nicht Bock gucken, hergucken. Verstanden? Großes W.O.K. Wok. Delikatessen von Donny. Irgendwie haut das nicht hin. Geduld, mein Freund, Geduld. La Cucumancha. Unsere Preise sind so klein, wir müssen blöde sein. Und genau das sind wir auch. Warte, das funktioniert. Jabba Java, warum wenig für einen Kaffee bezahlen, wenn man viel bezahlen kann? Oh, das ist die beste Idee, die ich je hatte. Wo seid ihr denn alle? Hey, Pancho, vergiss das alte Café. Komm zu uns rüber. Guck mal, wie viel es hier zu essen gibt. Don, hey, guck mal, das Damenspiel ist aufgebaut. Wie wäre es mit einem Spiel zum Entspannen und um auf andere Gedanken zu kommen? Dame, verstehst du das nicht? Wir werden alles verlieren. Alles, wofür wir gearbeitet haben. Und du denkst nur an Damenspiel. Ich weiß nicht weiter, Pancho. Vielleicht solltest du dir langsam einen neuen Job suchen. Herzlich willkommen im Café, früher bekannt als La Mancha, wo die Speisen und der Service par excellence sind. Aber unter uns gesagt, ich würde von der Salsa abraten, sie könnte ein Pferd umbringen. Ich bin eigentlich nicht hergekommen, um zu essen. Ich bin hier, um sie abzuwerben. Ich bin der Geschäftsführer der Food Factory gegenüber. Vielleicht haben Sie von uns gehört. Die Food Factory? Es ist ein ziemlich großes Gebäude auf der anderen Straßenseite. Direkt gegenüber. Gegenüber? In dieser Straße? Wir haben mehr zu tun, als wir schaffen können. Und jeder erzählt mir, was für ein großartiger Kellner Sie sind. Also, ich bin hier, um Ihnen eine Stelle anzubieten. Vielen Dank, aber ich muss leider Nein sagen. Normalerweise ist es hier immer rappelvoll. Gerade um diese Zeit. Hören Sie, Pancho, denken Sie doch auch mal eine Minute an sich. Ich will keinen beleidigen, aber der Herr Don ist offensichtlich mit seinem Restaurant gescheitert. Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen und sich retten. Wie ich schon sagte, denken Sie an sich selbst. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Don und ich arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen, aber was wichtiger ist, wir sind Freunde. Auf einen Freund kann man sich immer verlassen, Mr. Food Factory Mann. Und ich werde an der Seite meines Freundes sein, denn der braucht mich jetzt dringend. Na dann. Erlauben Sie, dass ich Ihnen die Tür zeige. Hinter Ihnen die Tür. Ich bewundere Ihre Treue, aber... Das ist dieses Holzding mit dem Knauf. Wenn Sie es sich anders überlegen, sagen Sie mir Bescheid. Was hast du gesagt? Ich kann nur sagen, wenn du gehen willst, dann geh nur. Ich verstehe kein einziges Wort von dir. Mach schon und geh. Jeder hier hat mich im Stich gelassen. Wieso solltest du anders sein? Hör zu, ich werde das Café La Mancha nicht verlassen. Wir schaffen das schon. Du musst dich jetzt ausruhen. Vielleicht spielen wir ja morgen Abend eine Partie, Dame.
Vielleicht finde ich ja die Lösung all unserer Probleme heute Nacht. Gute Nacht, Don Quixote. Und süße Träume. Feigling, bleib hier und kämpfe wie ein Erbse. Ich hatte einen Traum, der war ganz anders als all die anderen. Ich weiß jetzt, was wir tun müssen, um unser Café zu retten. Ist deine Idee besser als mein Truthahn à la Football? Ich muss einfach nur die Food Factory angreifen und meinen größten Feind ein für allemal ausschalten. Das ist ein Witz, nicht wahr? Das ist mein Streben, dem Stern zu folgen. Welchem Stern? Ich dachte, wir reden über die Food Factory. Nicht wichtig, wie hoffnungslos, nicht wichtig, wie weit. Es ist nur über die Straße. Bereit sein zu geben, wenn da nichts mehr zu geben ist. Toll, hört sich ja alles sehr hübsch an, aber wenn ich mich nicht täusche, ist es gegen das Gesetz, ein Restaurant anzugreifen. Hast du nicht aufgepasst? Das ist mein Streben. Okay, hör du mir jetzt mal ganz genau zu. Ich spreche zu dir als ein Freund. Das darfst du nicht tun. Aber ich muss und du wirst mir dabei helfen. Du bist dabei, dich lächerlich zu machen. Du aber zuerst. Los! Aufgepasst, meine Damen und meine Herren. Ich habe eine Ankündigung. Lauter, dich hört ja keiner. Aufgepasst, meine Damen und meine Herren. Ich habe eine Ankündigung zu machen. Der edle Don Quixote verteidigt heute Abend die Ehre seines Restaurants, Café La Mancha. Pancho, verlass ihn und komm zu uns. Ja, komm zu uns, Pancho. Na, Pancho. Los. Vielen Dank, mein Freund, das reicht jetzt. Ich bin Don Quixote und ich fordere die hier anwesende Food Factory zu einem Kampf um die Ehre heraus. Der Gewinner behält sein Restaurant, der Verlierer verlässt diese Stadt für immer. Hast du Angst, mit mir die Klingen zu kreuzen? Ich spreche eine letzte Warnung aus. Stell dich mir auf der Stelle zum Kampfe oder ich sehe mich gezwungen anzugreifen. Das ist doch verrückt. Verrückt nennst du mich? Hör zu, wenn du mein Restaurant angreifst, lasse ich dich verhaften. Ha, du bist im Irrtum, mein Freund. Ich kämpfe um die Ehre und jedes Gericht und jeder Polizist wird meinen Beweggründen zustimmen. Hey, hey, Don, Sheriff Bob hier. Tu nichts Unvernünftiges oder du wirst eingesperrt. Ich befürchte, es ist zu spät, um nachzugeben. Nein, ist es nicht. Doch, das ist es. Tu es nicht. Ich muss. Die Rechnung bitte. Hast du endlich genug? Ergib dich, oder du bekommst meinen Mob zu spüren. Die Gitterstäbe können mich nicht halten. Ich verlange Genugtuung. Kämpfen wir wie Männer. Zieh deine Rüstung aus und leg dich hin. Ich verlange einen rechtlichen Beistand.
Reicht dir ein freundschaftlicher Beistand? Ich hab dir ein paar Sachen für die Nacht gebracht. Halt, einen Moment. Was hast du da im Beutel? Das ist nur das Nötigste zum Übernachten. Hast du meine Schlafmütze mitgebracht? Klar. Du bist ein guter Freund, Pancho. Tortilla-Chips? Schon da. Salsa extra scharf? Yep. Davon kriegst du Albträume. Einen Moment mal. Was tust du denn da? Das ist nur zu deinem Besten, Don. Ich stehe dir zur Seite und achte auf dich in der Stunde der Not. Wovon redest du überhaupt? Ich will meine Salsa. Nein, Don. Egal, was du willst, die Salsa ist nicht gut für dich. Doch, jetzt bist du auch gegen mich. Sag, dass es nicht wahr ist, Pancho, nicht du. Nein! Oh, Pancho, was tut ihr alle hier? Irgendwelche Albträume gehabt? Also, lass mich mal nachdenken. Nein. Überhaupt irgendwas geträumt? Nein, ich habe hervorragend geschlafen. Diese Zelle ist überraschend komfortabel. Ich wusste es. Das war die extra scharfe Salsa. Jede Nacht hast du sie gegessen, bevor du ins Bett gegangen bist. Und deswegen hattest du Albträume. Tja, das mag ja zum Teil stimmen, aber du erwartest doch nicht, dass ich das glauben soll. Ja! Ich bin überzeugt. Möchten Sie Anzeige erstatten? Wir haben die beschädigten Riesenpfannenwender repariert. Keine Tat, kein Täter. Wenn du versprichst, dieses Zeugs nicht mehr zu essen, darfst du gehen. Gehen? Aber wohin? Café La Mancha ist erledigt. Ich kann nirgends mehr hingehen. Da seid ihr nicht so sicher. Ja, genau. Es schmeckt hier wundervoll. Ich brauche 6-mal Toast. Extra knusprig. Bist du French Toast oder normal? French! Ein Frühstückskaffee. Wie bist du nur auf diese geniale Idee gekommen? Ganz einfach. Die Food Factory macht doch erst um die Mittagszeit auf. Ich habe dir gesagt, wir finden was, was die nicht machen, und dann machen wir das. Oh, danke, mein Freund. Danke, dass du zu mir gehalten hast, als ich dich am dringendsten brauchte. Hey, dafür hat man Freunde, mein Freund. Aber nun ran an die Arbeit. Wir haben hungrige Mäuler zu stopfen. Das ist mir ein Vergnügen. Sag mal, wie wär's mit einer netten Partie Dame nach dem Mittagessen? Der Damenkönig nimmt die Herausforderung an und erwartet seine Krönung. Und nun ist es Zeit für lustige Lieder mit Larry. Das ist der Teil der Show, in der Larry rauskommt und ein albernes Lied singt. Es war einmal ein Junge und das war sein Haus. Es war blau und stand unter dem Baum. Bei dem Baum war ein Zaun, der lief rundherum um die Golfspaßvereinigung. Bitte meinen Ball, gib mir meinen Ball. Ich schoss ihn in diesen Baum. Und der Ball prallt ab und er fliegt mit Schwung in die Golfspaßvereinigung. In der Golfspaßvereinigung sind wir drei so gern. Alles ist so friedlich hier, ein Top-Ort finden wir. Schau vorbei auf einen Sprung, du darfst von außen sehen, dass sie uns so glücklich macht, die Golfspaßvereinigung. Bitte meinen Ball, gib mir meinen Ball. Ich schuss ihn in diesen Baum. Und der Ball prallt ab und er fliegt mit Schwung in die Golfspaßvereinigung. In der Golfspaßvereinigung wir vor Freude glühen. Die Kleidung ist stets sauber und der Rasen immer grün. Schau vorbei auf einen Sprung, du darfst von außen sehen, dass sie uns so glücklich macht, die Golfspaßvereinigung. In der Golfspaßvereinigung, da stimmst du sicher zu, ist Ordnung Nummer 1 und jeder Abfall weg genug. Abfall weg genug. In der Golfspaßvereinigung, fühlen wir uns sicher, ist alles so bequem. Schau vorbei auf einen Sprung, du darfst von außen sehen, dass sie uns so fröhlich macht, die Golfspaßvereinigung. Die Golfspaßvereinigung ist, wo es uns gefällt. Ich schoss ihn in diesen Baum. Und der Ball prallt ab, und er fliegt mit Schwung in die Golfspaßvereinigung. Dass sie uns so fröhlich macht, in die Golfspaßvereinigung.
dass sie uns so glücklich macht. Die Golfspaßvereinigung. Das war Lustige Lieder mit Larry. Schaltet nächstes Mal wieder ein und hört Larry sagen. Oh, guck mal, ein Ball. Ich wünsche allen einen hervorragenden Abend. Bin mal gespannt, was er wieder erlebt hat. Ja, und hier ist Dr. Watson. Wie lautet das gute Wort des Tages, Sherlock? Keine Ahnung, aber wenn ich es entdeckt habe, wirst du es als Erster wissen. Genau genommen gibt es viele gute Wörter, zum Beispiel vorzüglich, wohltätig, menschenfreundlich. Und das immer Verwendbare zu gut, um es zu vergessen, was, das muss ich ehrlich zugeben, nicht ein gutes Wort, sondern eine Gruppe von Wörtern ist. Ach so. Ach so. Komm herbei, mein Freund. Unser Tisch erwartet uns. Habt ihr Herren wieder einen neuen Fall gelöst? Sieht ganz danach aus, verehrte Dame. Einmal das Übliche ist schon auf dem Weg. Schon da. Guten Appetit. Junge, wenn der Service hier noch langsamer wird, müssen wir uns eine neue Lokalität suchen. Das Spiel hat begonnen. Erzählt, was feiert ihr beiden diesmal? Ich vermute, es handelt sich wieder um Geheimnisse, Schwerverbrechen und schwierige Verwicklungen. Kann man so sagen. Könnte man, wenn man verstehen würde, was du meinst. Los, sagt uns, was für einen Kriminalfall ihr gelöst habt. Nun, das ist natürlich geheim. Aber keiner in London muss sich je wieder vor den heulenden Hunden aus der Baker Street fürchten. Hey, wie habt ihr den Fall gelöst? Wieder einmal durch eure herausragende Beobachtungsgabe? Oder führten euch die Grundlagen der Wissenschaft auf den Weg der perfekten Lösung? Verwirrendes Gerede. Tatsächlich war es eine Kombination aus beidem. Nachdem wir sorgfältig den Tatort untersucht haben, haben wir... entschieden, man erklärt es am besten in einem Lied. Oh nein, nicht schon wieder. Ihr rätselt, wie es angehen kann, wie schafft das alles dieser Mann? Dann sag ich es euch mal, ich bin einfach genial. Und ich auch. Hat ein Verbrechen stattgefunden und lässt den Kopf dir rauchen, weil es keine Spuren gibt, kein Hinweis zu gebrauchen ist. Die Aussagen verwirrend sind und du wie doof kein Wort verstehst. Und du dich nur in Kreise drehst, wie ärgerlich, dann ruf schnell mich. Nummer 1-800, Sherlock, du wirst sofort verbunden. Seid gewiss, wir sehen alles, jeden Abdruck, Fussel, jedes Haar. Ist der Gauner noch so schlau, keine Täuschung bleibt unklar. Haben wir erst angefangen, schlafen wir so gut wie nie. Und die Schurken alle bangen, denn zuletzt schnappen wir sie. Aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der prozentualen Analyse unserer Erfolgsquoten können wir mit Recht behaupten, dass kein Krimineller bei uns mit seiner Straftat durchkommt. Kriminelle? Was bilden die sich ein? Hat ein Verbrechen stattgefunden und der Dieb hockt im Geheim versteckt. Denn sein Verbrechen wäre perfekt, hat er bestimmt was übersehen. Hat hier und da was angefasst, ein Fußabdruck, ein fester Stock. Wir sehen es und finden ihn, egal wie gut versteckt er ist. Diese Typen haben immer ein Geheimversteck. Was ich hier deutlich sagen will, und das ist wohl für jeden klar, ist Sherlock erst mal selbst am Werk. Jedes geht so wunderbar. Der böse Chief im Kerker kann er heulen wie ein Kind. So geschwollen redest du, als ob wir im Theater sind. Hört alle her, der Fall wird erst gelöst, greift ihr zum Telefon und ruft schnell mich. Sherlock ist der Größte. Ach ja, wieder mal ein perfektes Ende eines perfekten Tages. Hast du was auf dem Herzen, mein lieber Freund? Meiner Ansicht nach lösen wir die Fälle immer gemeinsam, aber du bist stets derjenige, der das Lob dafür einsackt. Das ist totaler Unsinn. Wir sind ein Team. Wir sind Freunde. Du weißt das und alle anderen auch. Aber weißt du das? Behandelst du so einen Freund? Was meinst du? Wir sind Freunde, richtig? Natürlich sind wir Freunde. Schön und gut, aber behandelt man so einen Freund? Wie behandle ich denn einen Freund? Das will ich dir sagen. Herr Sherlock Holmes, Dr. Watson, dank dem Himmel, da sind Sie. Es geschah ein Stiebtal im Hackingbämlerpast und eure Dienste werden dringend benötigt. Was? Es geschah ein Stiebtal im Hackingbämlerpast und eure Dienste werden dringend benötigt.
Ich habe keine Ahnung, von was Sie reden. Worum geht es? Es geschah ein Diebstahl im Buckingham Palast. Ein Diebstahl? Dann hurt dich, Dr. Watson. Das Spiel hat begonnen. Oh, gute Güte, Sie sind da. Wir benötigen dringendst Ihre Hilfe. Den kann man wenigstens verstehen. Dieses Verbrechen gefährdet die Sicherheit des Landes. Wenn es nicht schnell aufgeklärt wird, befürchte ich schlimme Konsequenzen. Machen Sie sich keine Sorgen, mein Guter. Ruckzuck wird der Fall gelöst. Was wurde gestohlen? Ein Schlüssel. Entschuldigen Sie, sagten Sie. Ein Schlüssel? Sehr richtig. Sie haben Ihre Schlüssel verloren? Ernsthaft, das ist alles? Lassen Sie sie nachmachen und tun Sie sie an einen Schlüsselbund, wie jeder von uns. Sie benötigen nicht den besten Detektiv der Welt, sondern einen Schlosser. Sherlock, darf ich mal, Sir, für welches Schloss ist der Schlüssel? Für die Tür zu dem Raum, in dem das goldene Lineal aufbewahrt wird. Schnell, Sherlock, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ach ja? Kann mir mal jemand erklären, was los ist? Hier lag der Schlüssel. Noch heute Morgen. Hm. Ja, alles klar. Entschuldigung, oh, hilfst du mir mal? Was ist los? Also, könntest du mir mal beschreiben, was du siehst? Okidoki. Das ist ein normales Kissen ohne einen Schlüssel, der darauf liegt. Nichts Außergewöhnliches. Und so wie ich das sehe, hat unser Dieb eine starke Abneigung gegen weiche Kissen. Denn wer stiehlt nur einen Schlüssel und nimmt dieses Kissen nicht mit? Ich meine, es ist super toll. Und ich setze meine Pfeife auf einen Banditen ohne Kopf mit einer Todesangst vor Kissen. Wieso ohne Kopf? Wenn du keinen Kopf hast, brauchst du kein Kissen. Ich bitte Sie, das ist reine Logik. Herr Premierminister, wo genau befindet sich die Tür, die mit dem Schlüssel geöffnet wird? Dahinter bewahren Sie das goldene Lineal auf? Ja, und jetzt passt alles zusammen. Der Raum, in dem das goldene Lineal aufbewahrt wird, das altehrwürdige goldene Lineal. So, was ist das goldene Lineal? Nur der wohl wertvollste Schatz im gesamten Königreich. Genau, kapiert. Und was ist das? Halt, keiner bewegt sich. Unser Täter hat seine Fußspuren im Staub auf dem Teppich hinterlassen. Wir müssen äußerst vorsichtig sein, um diese Beweismittel nicht zu zerstören. Alles klar, keiner bewegt sich. Ihr habt's alle gehört. Ja, keine Bewegung. Ich bin Hauptwachtmeister Bill Fish von der Spurensicherung in London, Southampton. Und ich bin Wachtmeister Fritz Chips von der Autobahnpolizei in Canterbury. Oh, klasse. Fisch und Chips. Nicht schon wieder. Fahrt ihr beiden denn nie in den Urlaub? Wir sind hier, um den Tatort abzusperren. Bin bereit zum Absperren. Bitte wartet. Ihr verwischt wichtige Spuren am Tatort. Das fällt in unsere Zuständigkeit. Ihre Dienste werden hier nicht mehr benötigt. Wiedersehen. Meine Herren, bitte. Herr Sherlock Holmes ist der berühmteste lebende Detektiv der Welt. Bitte weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Wenn ich mich hier vielleicht noch ein paar Minuten umsehe. Ich sagte, bitte weitergehen. Oh, schau, was du entdeckt hast. Ein geheimer Gang. Vorzügliche Arbeit, Herr Holmes. Das? Oh. Nichts Besonderes. Die Fußspuren beginnen und enden genau hier. So wurde der Schlüssel gestohlen. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Das werde ich dem König und der Königin auf der Stelle vermelden. Oh, ich tue das. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich wünsche allen einen hervorragenden Abend. Und sein Partner im Beruf, Dr. Watson. Meine Herren, was läuft denn so? Wenn wir an einem Fall arbeiten, alle Banditen rund um London. Meine liebe Dame, einmal das Übliche. So, Sherlock, welche ruchlosen Räuber haben Sie und Dr. Watson an diesem herrlichen Abend in den Kerker gesperrt? Wie meinen? Er fragt, ob wir heute Abend jemanden verhaftet haben. Oh, nun, wie immer ist das alles... Aber meine Wenigkeit ist auf einen Hinweis gestoßen, der uns rasch zur Lösung führen wird. Der Täter wird noch innerhalb dieser Woche geschnappt. Wo ist was passiert? Klasse. Ich darf natürlich nicht sagen, wo ich heute Abend benötigt wurde, aber der Name des Ortes reimt sich auf...
Luckingham, Damast. Da stand ich nun und ich sollte das schwerste Rätsel meiner ganzen Laufbahn lösen. Wenn es mir nicht gelingen würde, wäre der kostbarste Schatz des gesamten Königreiches verloren. Zum Glück für König und Königin war ich in Bestform und hellwach. Hey, Watson, wo gehst du hin? Du hast deinen Kuchen nicht mal angerührt. Wenn du ohne meine Hilfe den Fall gelöst hast, wirst du auch meine Hilfe nicht brauchen, um den Kuchen zu essen. Sie haben doch den Fall gelöst, richtig? Tja, ja. Watson! Watson, was soll das? Sei nicht albern. Komm wieder rein und erzähle mir, worüber du dich ärgerst. Worüber ich mich ärgere? Ja. 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 Ist das ein Spiel? Sagen wir jetzt alles dreimal? Du hast überhaupt keine Ahnung, nicht wahr? Hör zu. Ich weiß, wir sind ein Team. Du weißt, wir sind ein Team. Jeder hier weiß, dass wir ein Team sind. Also wo ist das Problem? Dass ein paar Kleinigkeiten fehlen? Zum Beispiel, dass ich alle Kriminalfälle mit dir zusammenlöse? Ja genau, Kleinkram wie das. So, bereit für den Kuchen? Ich bin am Verhungern. Du bist unglaublich. Oh, vielen Dank. Du bist auch nicht ohne. Siehst du, wenn ich will, kann ich dir auch Komplimente machen. Weißt du, was wirklich weh tut? Wenn man sich den Zeh anstößt. Au! Oder wenn man aus Versehen gegen eine Wand läuft. Oder wenn einem jemand einen Amboss auf den Kopf knallt. Das tut wirklich grässlich weh. Was wirklich weh tut, ist, wenn jemand sagt, er ist dein Freund und dich nicht wie ein Freund behandelt. Ach so. Das ist Sherlock Holmes! Würden Sie uns ein Autogramm geben? Ich bin niemals zu beschäftigt, um einen Fan zu erfreuen. Ein Mann von Größe. Gute Nacht. Also ja, was hast du gesagt? Hast du mit unseren beiden Namen unterschrieben? Sie haben ja nur nach meinem gefragt. Du verstehst das einfach nicht. Wenn du bereit bist, mich wie ein Freund zu behandeln, sprechen wir weiter. Was verstehe ich nicht? Aber wir sind ein Team. Wo gehst du hin? Komm zurück, Dr. Watson. Dr. Watson! Na ho! Mr. Holmes, sind Sie da? Verzeihung, dass ich Sie störe, Mr. Holmes, aber das läutende Genial wurde stehlen. Was? Ich sagte, Verzeihung, dass ich Sie störe, aber das läutende Genial wurde stehlen. Was für eine Sprache sprechen Sie? Sir, ich spreche Schottisch. Er hat gesagt, in dem goldenen Regal steht ein Fohlen. Nein, er sagte, jemand muss den goldenen Pokal neu besohlen. Ich meine, irgendwas mit Kohlen verstanden zu haben. Ich weiß, er meint, man soll Stühle und Tische holen. Nein, nein, man soll vor Freude johlen. Das goldene Lineal wurde gestohlen. Gestohlen. Husch, husch, schnell, Dr. Watson. Oh, warten Sie bitte einen Moment, ich bin sofort zurück. Hallo? Dr. Watson, hallo? Verzeihen Sie bitte, ist Dr. Watson zu Hause? Der gute Doktor ist seit heute Morgen fort. Er leidet an gebrochenem Herzen, der Arme. Und ich glaube nicht, dass er so schnell wieder zurückkehrt. Oh, Mr. Holmes, richtig? Schämen Sie sich, dass Sie so eine schlechte Freund für die nette Doktor sind. Wie viele Putzfrauen hat er denn? Wenn das nicht der große und mächtige Sherlock Holmes ist. Wenn Sie der goldenen Regel der Freundschaft gefolgt wären, wäre das alles nicht passiert. Tatsächlich, das tut wirklich grässlich weh. Verzeihung, aber ich muss dringend Dr. Watson finden. Oh, Sie müssen. Müssen Sie das? Sie sind doch der große Detektiv. Dann losfinden Sie ihn selbst. Also gut. Das Spiel hat begonnen. Hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Oh,
Herr Holmes, wie gut, dass Sie da sind. Ich fürchte, alles hat sich zum Schlechten gewandelt. Was passiert, wenn die Presse Wind von diesem skandalösen Diebstahl bekommt? Au! Zu spät. Das goldene Lineal wurde gestohlen. Berichten Sie mir alles, was Sie wissen. Meine Güte, wirklich alles? Na gut, fangen wir mit der Geschichte an. Die Mauren fielen im Jahr 711 in Spanien über unseren Fall natürlich. Oh, ja, natürlich, ja. Der gestohlene Schlüssel aus dem Schlüsselzimmer öffnet die Tür zu der Schatzkammer. Und jetzt ist das goldene Lineal verschwunden. Das ist alles. Gehen Sie weiter. Ich möchte Sie ja nicht unter Druck setzen, aber würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie bitte, den Tag zu retten? Ich bin schon dabei. Und, wo fangen wir an? Ich habe keine Ahnung. An dieser Stelle würde sich Dr. Watson einschalten und etwas fragen wie, wann ist dieses Verbrechen geschehen? Tja, also es muss während der Wachablösung passiert sein. Aber genau, das verstehe ich nicht. Nachdem der Schlüssel verschwunden war, haben wir alle Wachen verdoppelt. Logisch, die Wachablösung. Also, wenn alle Ein- und Ausgänge versperrt und bewacht sind und niemand weder in die Schatzkammer rein oder raus kann, kann das nur bedeuten, dass der Fall komplizierter ist, als ich dachte. Außer? Moment mal. Geniale Kombinationsgabe, Schierlack. Noch ist nicht alles verloren. Hauptwachtmeister Fisch hat aus den Indizien geschlossen, dass der gemeine Dieb und der nationale Schatz sich noch immer innerhalb der edlen Wände dieses Palastes befinden müssen. Sehr gut gemacht, Hauptwachtmeister Fisch. Sie haben Ihrem Königreich einen großen Dienst erwiesen. Hey, einen Moment! Das habe ich gerade dem Premierminister erzählt. Sie haben meine Idee gestohlen, Fisch! Das war meine Idee! Wie würden Sie das finden, wenn ich Ihnen sowas antun würde? Einen Moment! Das ist es! Ich hab's! Ich hab's endlich! Danke, Hauptwachtmeister Fisch! Sie haben meine Idee gestohlen und wurden dafür gelobt. Das hasse ich, aber ich bedanke mich trotzdem bei Ihnen. Okay. Verstehen Sie nicht? Das ist es, was Dr. Watson andauernd gemeint hat. In der Vergangenheit wurde ich für alles gelobt. Ich wollte gar nicht gemein sein, aber ich war total rücksichtslos, wie Sie. Schön, nun gehen Sie weiter. Das ist super toll! Ich hab es endlich verstanden! Eure Majestät, wir sollten andere so behandeln, wie wir behandelt werden wollen. Das ist genau das, was auf dem goldenen Lineal steht. Und deshalb ist es der allergrößte Schatz in unserem Königreich. Das heißt, wir müssen mit unseren Freunden so umgehen, wie sie mit uns umgehen sollen. Oh ja, jedenfalls was echte Freunde betrifft. Ja, ich kann diesen Fall nicht allein lösen. Ich brauche meinen Partner, den größten Detektiv im ganzen Land. Ich brauche Dr. Watson. Und schon ist er bei dir. Dr. Watson, ich habe es verstanden. Ich weiß, hab's gehört. Eure Majestät, wenn es dem Hof recht ist, würde ich gern den Namen des Täters enthüllen, der die Frechheit besaß, das goldene Lineal zu stehlen. Nun halten Sie mal die Luft an. Ich vertrete hier das Gesetz. Also gehen Sie weiter. Wenn Sie den Fall gelöst haben. Wie mein guter Freund Schierlack schon richtig kombiniert hat, der Dieb und seine Beute ist immer noch unter uns, denn der Täter ist einer von uns. Oh! Der Dieb ist kein anderer als einer der Palastwachen. Sind Sie da ganz sicher? Jeder der Palastwachen ist dem Hof treu ergeben. Oh ja, aber einer von den Wachen ist ein Schwindler. Er ist ein ausländischer Spion, der hergeschickt wurde, um den größten Schatz des Landes zu rauben. Ich kann es nicht glauben. Wenn einer von euch der Dieb ist, so trete er vor. Eure Majestät, wenn Sie gestatten, ist einer der Wachen ein ausländischer Spion? Ja! Und ist jeder von euch der Krone treu ergeben? Oui. Tut mir leid, Dr. Watson, ich habe die Wachen gründlich befragt und ich fürchte, sie irren sich. Premierminister, Menschen mögen manchmal lügen, aber Tatsachen niemals. Erstens, wir fanden Fußabdrücke im Schlüsselzimmer. Sie hatten die genaue Größe einer Erbse. Zweitens, der geheime Gang. An den Wänden fand ich Fusseln. Diese Fusseln stammen nicht nur eindeutig von den Fellmützen der Wachen. Die Stellen, an denen ich sie gefunden habe, markieren genau die Umrisse einer solchen Mütze. Da wusste ich, dass eine Wache den Schlüssel gestohlen hat. Aber warum wusste ich nicht? Das klärte sich erst heute Morgen. Ich habe nochmal heimlich den Tatort untersucht und tatsächlich des Rätsels Lösung gefunden. Also warst du die ganze Zeit hier? Ich hätte es wissen müssen. Ich habe Krümel gefunden. Krümel, die eindeutig von Brie-Käse und frischem Baguette stammen. Sowas frühstückt man nicht in England, aber in einem anderen bekannten Land.
Da wusste ich, dass sich ein Spion in unserer Mitte befindet. Aber Sie haben doch die Antworten der Wachen gehört. Sie sind alle dem Hof treu ergeben. Sind Sie das? Sind Sie das? Sind Sie das? Ich liebe Dreifachungen. Wenn mein Freund Dr. Watson sagt, dass einer von Ihnen ein Spion ist, sollten Sie das lieber glauben, mein Lieber. Das goldene Lineal! Ein Spion! Oh, und ich wäre damit durchgekommen, wenn nicht meine unwiderstehliche Liebe zu Brie-Käse und Baguette mich verraten hätte. Der nationale Schatz ist wieder in unserem Besitz. Und das dank Ihnen, Mr. Holmes. Oh nein, verzeihen Sie, wenn ich Sie korrigiere, aber der wahre Held hier ist Dr. Watson. Nein, Sherlock, wir haben es als Team geschafft, als Freunde. Ganz richtig, als Freunde. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Das sagt doch eigentlich alles, nicht wahr? Verzeihst du mir? Na klar, mein Freund. Hat ein Verbrechen stattgefunden und lässt den Kopf dir rauchen, weil es keine Spuren gibt, kein Hinweis zu gebrauchen ist. Die Aussagen verwirrend sind und du wie doof kein Wort verstehst. Wenn du dich nur im Kreise drehst, verzweifle nicht und ruf schnell uns. Ein Team, das sich nie im Stich lässt. Wenn ich zu dir bin, wie ich will, dass du zu mir bist. Ich, wir sehen alles, jeden Abbruchfussel, jedes Haar. Ist der Gauner noch so schlau, keine Täuschung bleibt unklar. Wir holen dir den Schatz zurück, durchschauen jeden Zaubertrick. Jede Schurken, lass das Stehlen sein. Wir fallen doch nie auf euch, wenn wir kennen ja die Regel jetzt und halten.